Lektion 3. Mehr zum verbalen Komplex. Die Direktional, Richtung, Präfixe. Der Applikativ. Der Kausativ. Die ehrfürchtige Form von Verben. Texte und Beispiele. Absatz A. Die Direktional, Richtung, Präfixe. Verben haben zwei Direktional, Richtung, Präfixe. Navatelteil und Navatelteil. Diese kommen nach dem Objektpräfix und vor dem Reflexivpräfix, wenn diese vorhanden sind. Mit dem Sprecher als Bezugspunkt bedeutet Navatelteil wegwärts in eine äußere Richtung. Und Navatelteil bedeutet hier entlang, auf diese Weise, nach innen gerichtet. Navatelteil. Er, sie, nimmt es, in einer neutralen Bedeutung. Navatelteil. Er, sie, nimmt es weg an einen anderen Ort. Navatelteil. Er, sie, bringt es herbei. Diese Präfixe haben subtile, unaufdringliche Bedeutungen, die sich nicht immer in einer Übersetzung widerspiegeln. Für den Anfänger ist es am wichtigsten, diese zu identifizieren, um sie zu entfernen und an die Wurzel gehen zu können. Navatelteil. Ich komme dort an. Navatelteil. Du kommst dort an. Navatelteil. Er, sie, kommt dort an. Navatelteil. Ich nehme es weg. Navatelteil. Du nimmst es weg. Navatelteil. Er, sie, nimmt es weg. Dies ist das erste Mal, dass wir die Präfixkombinationen Navatelteil und Navatelteil gesehen haben. Sie sind äquivalent, gleichwertig zu Navatelteil und Navatelteil. Das I des Subjektpräfix assimiliert, angleicht sich mit dem U des Direktional, Richtung, Präfix. In diesem Fall ist Navatelteil dann also weder das Possessivpräfix, da es sich um ein Verb handelt, noch das Reflexivpräfix, das nach dem Objektpräfix stehen muss. Navatelteil. Ich komme hier an. Ich komme hierher. Navatelteil. Du kommst hier an. Navatelteil. Er, sie, kommt hier an. Navatelteil. Ich bringe es. Navatelteil. Du bringst es. Navatelteil. Er, sie, bringt es. Navatelteil. Ich bringe dich dorthin. Navatelteil. Er, sie, bringt mich dorthin. Navatelteil. Du bringst uns dorthin. Navatelteil. Wir bringen euch hierhin. Navatelteil. Ich bringe euch dorthin. Navatelteil. Er, sie, bringt sie, Plural, dorthin. CH ist im Navatel dasselbe wie im Englischen. Beachte aber, dass die Kombination CHU immer als CHU analysiert werden muss. Wie in Navatelteil, ich bringe es. Navatelteil hat oft die Bedeutung oder zumindest die Andeutung der Rückkehr nach dem Gehen von zurück. Navatelteil. Er gibt es ihm und danach bringt er es zurück. Absatz B. Der Applikativ. Das Applikativsuffix von Verben erscheint am häufigsten als Navatelteil. Es hat die Eigenschaft, den letzten Vokal der verbalen Wurzel, wenn es a ist, zu i abzuändern. Somit kommt Navatelteil aus Navatelteil mit dem zusätzlichen orthografischen Wechsel von c zu q u
um die Aussprache zu erhalten. Der Vokalwechsel ist wichtig, weil man die ursprüngliche Form der Wurzel rekonstruieren muss, wenn man diese im Wörterbuch finden will. Verben, die enden auf I, ändern sich nicht. Somit kommt von Nawattelteil, hören, Nawattelteil. Der Applikativ tut einem Verb ein Objekt hinzufügen. Wenn das Original intransitiv ist, hat der Applikativ ein Objekt. Wenn es transitiv ist, hat es zwei. Die ursprüngliche Bedeutung ändert sich nicht, aber jetzt wird die Handlung in Bezug auf ein zusätzliches Objekt ausgeführt. Es wird auf dieses Objekt angewendet, daher der Name. Im Allgemeinen ist das neue Objekt sowas wie ein Dativkasus oder indirektes Objekt, mit einer Übersetzung, zu, oder, für. Nawattelteil. Ich nähe es. Nawattelteil. Ich ernte es. Nawattelteil. Ich verlasse es. Nawattelteil. Ich nähe es für ihn, sie. Nawattelteil. Ich ernte für ihn, sie. Nawattelteil. Ich überlasse es ihm, ihr. Die Bedeutung der Konstruktion ist jedoch abhängig von der ursprünglichen Bedeutung des Verbs. Wenn diese Bedeutung positiv oder neutral ist, liefert der Applikativ das Ergebnis, das wir gerade gesehen haben. Aber wenn die ursprüngliche Bedeutung das Nehmen oder Entfernen beinhaltet, kann das zweite Objekt etwas verlieren, anstatt etwas zu erhalten, zu empfangen. Nawattelteil. Ich nehme an. Nawattelteil. Ich entferne es. Nawattelteil. Ich wünsche es, ich begehre es. Nawattelteil. Ich nehme es von ihm, ihr. Nawattelteil. Ich nehme es ihm, ihr, weg. Nawattelteil. Ich will es von ihm, ihr. Einige Applikativformen sind unregelmäßig in der Form. Manchmal wird das L weggelassen. Somit kommt von Nawattelteil, kaufen. Nawattelteil, für sich selbst kaufen. Fußnote 1. In einigen Fällen geht die Änderung hinaus, über den Endungvokal der Wurzel. A. Zu, I. Um den Konsonanten vor diesem Vokal zu beeinflussen. Insbesondere wird C. oft zu, X. Und, T. Und, T, Z. Werden zu, C, H. Fußnote 1. Es ist am einfachsten und für neugeweihte Priester vielleicht am besten, sich vorzustellen, was hier passiert als einfache L Weglassung. Tatsächlich bedeutet diese Art der Vereinfachung des aufgeblähten Affixsystems des Nawattel immer das Weglassen eines Konsonanten und eines Vokals, jeweils eines ersten, die jeweils zu einem anderen Morphem gehören. Nawattelteil hat auch eine regelmäßige Applikativform, Nawattelteil, von der das I des Verbwortstamm sowie das L des Ableitungssuffix in Nawattelteil verloren gegangen sind. Siehe auch die Seiten 28 und 76. Abgeleitet von Nawattelteil. Ankommen. Wird zu Nawattelteil. Abgeleitet von Nawattelteil. Wissen. Wird zu Nawattelteil. Abgeleitet von Nawattelteil. Anrufen. Wird zu Nawattelteil. Die vielen Verben, die enden auf Nawattelteil, haben alle einen Applikativ, der endet auf Nawattelteil, in dem das L durch Metathese seine normale Position geändert hat, sind aber im Übrigen äußerst unregelmäßig, und ihre Form kann nicht vorhergesagt werden. Abgeleitet von Nawattelteil. Verlieren, ausgeben, und so weiter. Wird zu Nawattelteil.
abgeleitet von Navatl-Teil. Verderben, Schaden. Wird zu Navatl-Teil. Letztendlich jedoch, als Leser und Übersetzer, sind wir jedoch nicht dazu in der Lage, Vorhersagen zu treffen, und wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass jedes Verb, das endet auf Navatl-Teil, den Applikativ eines Verbes hat, das endet auf Navatl-Teil. Mit genügend Arbeit im Wörterbuch, mit der Suche nach Verben mit den gleichen Anfangsbuchstaben, können wir mit etwas Glück herausfinden, um welches Verb es sich handelt, das endet auf Navatl-Teil. Absatz C. Der Kausativ. Das Kausativsuffix hat zwei Formen, Navatl-Teil und Navatl-Teil, von denen die erste häufiger vorkommt. Es gibt keinen Unterschied in der Bedeutung und Funktion zwischen ihnen. Um den Wortstamm zu bilden, kann sich die verbale Wurzel ändern wie bei der Applikativform, und manchmal auf die gleiche Weise. Navatl-Teil, Applikativ, Navatl-Teil, Kausativ, Navatl-Teil. Oftmals geht der Endung Vokal der Wurzel verloren. Navatl-Teil, Wissen, Kausativ, Navatl-Teil. Der Kausativ variiert mehr als der Applikativ, und dasselbe Verb kann zwei oder mehr Varianten haben. Achte vor allem auf die Endung Navatl-Teil oder Navatl-Teil. Wie der Applikativ, fügt der Kausativ dem Verb ein Objekt hinzu. Aber in diesem Fall gibt es kein indirektes Objekt. Das neue Objekt führt die Handlung aus, die angezeigt wird durch das ursprüngliche Verb. Das Subjekt des Kausativverb lässt jemanden oder etwas anderes etwas tun. Navatl-Teil. Ich tue es. Navatl-Teil. Ich veranlasse ihn, sie, dazu, es zu tun. Ich lasse ihn, sie, es tun. Navatl-Teil. Ich fliehe. Navatl-Teil. Ich bringe ihn zur Flucht. Ich schlage ihn in die Flucht. Häufig kann oder muss der Kausativ durch ein anderes Verb übersetzt werden, als dasjenige, das zur Übersetzung des ursprünglichen Verbs verwendet wird. Navatl verwendet weniger Wurzeln und mehr Kombinationen und Ableitungen von ihnen, als die meisten europäischen Sprachen. Navatl-Teil. Ich lebe. Navatl-Teil. Ich mache ihn, sie, lebendig. Das heißt, ich pflege ihn. Navatl-Teil. Ich weiß es. Navatl-Teil. Ich lasse ihn, sie, es wissen. Ich mache ihn, sie, darauf aufmerksam. Ich lehre es ihn, ihr. Ich bringe es ihm, ihr, bei. Navatl-Teil. Ich lasse ihn, sie, es zurück. Ich verlasse ihn, sie, es. Navatl-Teil. Ich veranlasse ihn, sie, dazu es zu verlassen. Was bedeuten kann, dass ich ihn, sie, bei derselben Aktivität behindere oder aufhalte, stoppe, oder ich werfe ihn, sie, raus, und so weiter. Absatz D. Die ehrfürchtige Form von Verben. Ein großer Prozentsatz aller Verben in älteren Navatl-Texten erscheint in der ehrfürchtigen Form. Wie bei seinem Äquivalent für Nomen, siehe Kapitel 1, Abschnitt E, wird die verbale ehrfürchtige Form sehr flexibel verwendet, um den gesamten Ton eines Gesprächs oder einer Rede auf ein bestimmtes Niveau einzustellen und nicht automatisch, konsequent, wie höfliche Verbformen in europäischen Sprachen. Absatz D1. Die applikativ ehrfürchtige Form. Der gebräuchlichste Apparat, um ein Verb ehrfürchtig zu machen, besteht darin, diesem die Kombination aus einem Reflexivpräfix und einem Applikativsuffix hinzuzufügen. In diesem Fall haben die Affixe keine semantische Bedeutung. Sie dienen nur dazu, den Ton des Gespräches zu erhöhen. Die Bedeutungen heben sich ohnehin fast gegenseitig auf,
um etwas zum eigenen Vorteil zu tun. Die Hauptaufgabe des Schülers besteht darin, sie zu entfernen, um zur grundlegenderen Form zu gelangen. Das System funktioniert wie folgt. Navattelteil. Wo Navattelteil und Navattelteil sich gegenseitig aufheben, so dass die Form dieselbe ist wie Navattelteil, ich nehme es. Navattelteil ist gleich Navattelteil. Du nimmst es. Navattelteil ist gleich Navattelteil. Er, sie, nimmt es. Navattelteil ist gleich Navattelteil. Wir nehmen es. Navattelteil ist gleich Navattelteil. Ihr nehmt es. Navattelteil ist gleich Navattelteil. Sie nehmen es. Der Applikativ wird so oft als Teil der ehrfürchtigen Form gesehen, dass man leicht vergessen kann, dass diese noch einen anderen Nutzen hat. Aber indem wir nur den Reflexiv von den obigen Formen entfernen, erhalten wir einen echten Applikativ. Navattelteil, ich nehme es von ihm, ihr. Es kommt auch recht häufig vor, dass ein ehrfürchtiger Verbkomplex ein zweites Applikativ-Suffix enthält. Navattelteil ist das Äquivalent von Navattelteil, das heißt wieder, ich nehme es von ihm, ihr. Und in seltenen Fällen können beide Affixe in einer mit der ehrfürchtigen Form identischen Form ihre ursprüngliche Bedeutung haben. Navattelteil wäre normalerweise, er, sie, nimmt es, ehrfürchtig. Aber in einigen Kontexten könnte es sein, er wird ihm, ihr, genommen. Lass uns ein oder zwei Beispiele analysieren, um zu sehen, wie schwierig es sein kann, die Wurzel zu erkennen und die Wörterbuchform zu rekonstruieren. Bei Navattelteil ist der Wortstamm Navattelteil. Weil es kein solches Verb gibt, müssen wir uns daran erinnern, bedenken, dass a zu i wird vor Navattelteil. Aber natürlich wird das Ergebnis unserer Suche nicht Navattelteil sein. Das q u von Navattelteil ist nur dazu da, um den Klang eines ursprünglichen c vor a zu erhalten. Die Wörterbuchform ist Navattelteil geben. Navattelteil ist gleichbedeutend zu Navattelteil, ich gebe es dir. Bei Navattelteil tut das m. Das Reflexivpräfix Navattelteil darstellen. Weil o zugunsten eines folgenden a abtritt. Fußnote 1. Der Wortstamm ist Navattelteil. Wie im anderen Beispiel muss i wieder in a umgewandelt werden, um die Wurzel wiederherzustellen, Navattelteil nehmen. Die Tatsache, dass im Navattel die Mehrheit der transitiven Verben, die ein Objektpräfix erfordern, enden auf a. Und dass die Mehrheit der intransitiven Verben enden auf i, kann hier nützlich sein, obwohl es leider viele Ausnahmen gibt. Das heißt, wenn ein Wortstamm endet auf i, der verbale Komplex aber ein Objektpräfix enthält, dann werden wir das i besonders schnell ersetzen durch a. Navattelteil ist gleichbedeutend zu Navattelteil, du gehst und nimmst es. Fußnote 1. In den meisten Orthographien ist es nicht üblich, dass n des Direktional Navattelteil als m zu schreiben, vor labialen Konsonanten. Obwohl allgemeine Vorschriften darauf hinzudeuten scheinen, dass dies getan werden sollte. Bei Navattelteil verschwindet das Verb fast. Nach dem Entfernen von Navattelteil
Und, Nawattelteil, der ehrfürchtigen Ausrüstung, bleibt für uns nur noch, Nawattelteil, übrig. Ein Nawattelwort kann nicht mit zwei Konsonanten beginnen. Wir müssen rekonstruieren ein Anfang. I. Den schwächsten Vokal, der normalerweise vor jedem anderen abtritt. Mit der bereits erwarteten Rückgabe von A. Für das Endung I. erkennen wir das Verb Nawattelteil, sehen. Nawattelteil ist das Äquivalent von Nawattelteil, ihr seht ihn, sie, es. In der alltäglichen Quellenbenutzung kann die Identifizierung noch schwieriger sein. Oft wird nur eines der beiden T von Nawattelteil geschrieben. Das Ändern des Endung I des Wortstammes zu A ist nicht die einzige Möglichkeit. Nawattel hat viele Verben, die enden auf Nawattelteil und Nawattelteil, die ihren Endungvokal in fast jeder abgeleiteten Form verlieren. Nawattelteil ist gleichbedeutend zu Nawattelteil, er, sie, legt es ab. Er, sie, bestellt es. Er, sie, befiehlt es. Und so weiter. Absatz D2. Die kausativ-erfürchtige Form. Das Kausativsuffix wird auf genau die gleiche Weise verwendet, um erfürchtige Formen zu bilden wie das Applikativsuffix. Nawattelteil ist die erfürchtige Form von Nawattelteil, wir wollen es. Wie beim Applikativ, wenn das Reflexiv fehlt, ist die Bedeutung wirklich kausativ. Nawattelteil ist die erfürchtige Form von Nawattelteil, er, sie, verliert es. Er, sie, gibt es aus. Er, sie, zerstört es. Aber, Nawattelteil, ist, er, sie, veranlasst ihn, sie, dazu, es zu verlieren. Intransitive Verben neigen dazu, ihre erfürchtige Form im Kausativ zu haben. Nawattelteil ist das Äquivalent von Nawattelteil, du lebst. Aber nicht immer. Die meisten Verben, die enden auf Nawattelteil, ob intransitiv oder nicht, haben die kausativ erfürchtige Form, wie bei Nawattelteil, direkt darüber. Absatz D3. Die erfürchtige Form von Nawattelteil. Das wichtige unregelmäßige Verb Nawattelteil, gehen, fällt völlig aus dem normalen Rahmen für die Bildung eines erfürchtigen Gebilde. Die Reflexivform eines anderen Verb Nawattelteil, nehmen, tragen, ersetzt die übliche Apparatur. Nawattelteil. Du gehst. Nawattelteil. Du gehst, ehrfürchtig, wörtlich, du nimmst dich selbst. Nawattelteil. Er, sie, geht. Nawattelteil. Er, sie, geht, ehrfürchtig. Weil das Verb, Nawattelteil, kommen. Nichts anderes ist als Nawattelteil mit dem Präfix Nawattelteil in diese Richtung. Das Y von Nawattelteil assimiliert, verarbeitet sich zu dem L von Nawattelteil. Ist die erfürchtige Form dieses Verb der Reflexiv von Nawattelteil plus Nawattelteil. Nawattelteil. Du kommst. Nawattelteil. Du kommst, ehrfürchtig. Nawattelteil. Er, sie, kommt. Nawattelteil. Er, sie, kommt, ehrfürchtig. Natürlich ist Nawattelteil nicht immer die erfürchtige Form von Nawattelteil. Nawattelteil, er, sie, nimmt oder trägt es. Nawattelteil hat seine eigene erfürchtige Form der üblichen Art. Und es gibt Verwechslungsmöglichkeiten.
aber die ehrfürchtige Form von Nahuatl-Teil unterscheidet sich von der von Nahuatl-Teil dadurch, dass diese ein Objektpräfix trägt, über und oberhalb des Reflexivpräfix und des Applikativsuffix. Nahuatl-Teil. Er, sie, geht, ehrfürchtig. Nahuatl-Teil. Er, sie, nimmt es, ehrfürchtig. Nahuatl-Teil. Er, sie, kommt, ehrfürchtig. Nahuatl-Teil. Er, sie, bringt es, ehrfürchtig. Fußnote 2. Fußnote 2. Im 17. Jahrhundert erwarb der Applikativ von Nahuatl-Teil die Bedeutung Geldschulden. Aber in diesem Fall wird man das Reflexivpräfix nicht sehen. Nahuatl-Teil, ich schulde ihm viel Geld. Absatz E. Texte und Beispiele. Die folgenden beiden Texte, denen jeweils weitere Beispiele folgen, veranschaulichen einige der Dinge, über die wir in dieser Lektion und den vorangegangenen Lektionen gesprochen haben. 1. Nahuatl-Teil. Ich, es, direktional, reflexiv, sprechen zu, applikativ. Ich wende mich an. 1. Das Verb, Nahuatl-Teil, beten, flehen, sich richten an. 2. Nahuatl-Teil. Unterordner, deine, Ehre, ehrfürchtig. Fußnote 3. Deine ehrenwerte Person. 2. Das Nomen, Nahuatl-Teil. Es enthält, Nahuatl-Teil, Angst. Und das abstrakte Suffix, Nahuatl-Teil, in assimilierter, aufgenommener, Form. Fußnote 3. Unterordner, Artikel. 3. Nahuatl-Teil. Ich, es, direktional, reflexiv, küssen, applikativ. Ich küsse. 3. Das Verb, Nahuatl-Teil. Nahuatl-Teil, Lippen. Nahuatl-Teil, Treffen. Die Satzteile 1 und 2 sind in 3 und 4 parallel, wie so oft im Nahuatl. Es besteht keine Notwendigkeit, es das zweite Mal von Grund auf zu analysieren. 4. Nahuatl-Teil. Unterordner, deine Hand, ehrfürchtig. Deine Hände. 4. Das Nomen, Nahuatl-Teil, Arm, Hand. Körperteile werden nicht pluralisiert. 5. Nahuatl-Teil. Unterordner, dein Fuß, ehrfürchtig. Und Füße. 5. Das Nomen, Nahuatl-Teil. 6. Nahuatl-Teil. Unterordner, du, mein Vater, ehrfürchtig. Du, der du mein Vater bist. 6. Das Nomen, Nahuatl-Teil, mit einem Glottalstopp nach dem A. 7. Nahuatl-Teil. Unterordner, du, meine Mutter, ehrfürchtig. Und Mutter. 7. Das Nomen, Nahuatl-Teil. 8. Nahuatl-Teil. Ich, es, reflexiv, nehmen, applikativ. Ich verstehe. 8. Das Verb, Nahuatl-Teil. 9. Nahuatl-Teil. Ich, es, reflexiv, nehmen, applikativ. Und profitiere von dem. 9. Das Verb, Nahuatl-Teil. Die beiden Synonyme bilden zusammen eine Redewendung, die bedeutet, gut zu verstehen und die Weisheit zu nutzen, die einem vermittelt wird. 10. Nahuatl-Teil. Unterordner, deine Aussage, ehrfürchtig. Was du sagst. 10. Das Nomen, Nahuatl-Teil. Es ist abgeleitet von dem Verb, Nahuatl-Teil, sagen. 11. Nahuatl-Teil.
Gut, Sache, Absolutiv. Gute. Navattelteil. Aussage, Absolutiv. Wörter sind 11. Navattelteil bildet eine unabhängige, eigenständige Äußerung, den Hauptsatz in einer größeren Konstruktion. 12. Navattelteil. Unterordner, du, es, reflexiv, sagen, applikativ. Diejenigen, die du sagst. 12. Das Verb, Navattelteil. Das Partikel, Navattelteil, macht den Satzteil abhängig von dem vorhergehenden Satzteil. 13. Navattelteil. Ich, dich, reflexiv, geben, applikativ. Ich gebe dir. 13. Das Verb, Navattelteil. 14. Navattelteil. Unterordner, alles, mein, Haus. Alle meine Häuser und 14. Das Nomen, Navattelteil. Weil ein Haus ein unbelebtes Objekt ist, gibt es kein Pluralsuffix. 15. Navattelteil. Mein, Land. Länder. 15. Das Nomen, Navattelteil. 16. Navattelteil. Alles, ich, dich, reflexiv, verlassen, applikativ, applikativ. Ich überlasse alles dir. 16. Das Verb, Navattelteil. Es gibt zwei Applikativformen, einen Applikativ in der Bedeutung und der andere als Teil der ehrfürchtigen Ausrüstung. 17. Navattelteil. Alles, du, es, reflexiv, nehmen, Applikativ. Du nimmst alles. 17. Das Verb, Navattelteil. 18. Navattelteil. Ich, dein, Untertan. Ich bin dein Vasall. 18. Das Nomen, Navattelteil. 19. Navattelteil. Ich, dein, reflexiv, dienen, applikativ. Ich diene dir. 19. Das Verb, Navattelteil. Obwohl, Navattelteil, eine Kausativendung ist, ist das gesamte Verb im Wörterbuch zu finden. Und es ist nicht klar, wovon es abgeleitet ist. 20. Navattelteil. Sehr, du, mir, reflexiv, helfen, applikativ. Du hilfst mir sehr. 20. Das Verb, Navattelteil, helfen. 21. Navattelteil. Ebenso, ich, dir, reflexiv, helfen, applikativ. Auch ich helfe dir. 21. Dasselbe Verb. Es wäre muttersprachlicher gewesen, hier unabhängige Pronomen hinzuzufügen. Hier sind einige weitere Einzelbeispiele. Nachdem du diese studiert hast, decke alles ab, außer das Beispiel selbst. Analysiere und übersetze. Rekonstruiere mit den ehrfürchtigen Formen das nicht ehrfürchtige Äquivalent. Navattelteil. Ihr, direktional, erreichen. Ihr kommt dorthin. Navattelteil. Ihr, direktional, erreichen. Ihr kommt hierhin. Navattelteil. Du, direktional, reflexiv, erreichen, Kausativ. Du kommst dorthin. Navattelteil. Du, direktional, reflexiv, erreichen, Kausativ. Du kommst hierhin. Navattelteil. Er, sie, es, direktional, nehmen. Er, sie, geht los, um es zu nehmen. Navattelteil. Er, sie, es, direktional, nehmen. Er, sie, kommt, um es zu nehmen.
Navattelteil. Er, sie, es, direktional, reflexiv, nehmen, applikativ. Er, sie, geht los, um es zu nehmen. Navattelteil. Er, sie, es, direktional, reflexiv, nehmen, applikativ. Er, sie, kommt, um es zu nehmen. Navattelteil. Er, sie, reflexiv, transportieren. Er, sie, geht. Navattelteil. Er, sie, direktional, reflexiv, transportieren. Er, sie, kommt. Navattelteil. Du, es, reflexiv, nehmen, applikativ. Du nimmst es. Navattelteil. Du, ihn, sie, nehmen, applikativ. Du nimmst es von ihm, ihr. Navattelteil. Du, ihn, sie, reflexiv, warten, applikativ. Ihr wartet auf ihn, sie. Navattelteil. Er, sie, es, reflexiv, tun, applikativ. Er, sie, tut es. An dieser Stelle häufe ich es immer auf den Schüler, bevor die neuen Gewinne verloren gehen. Hier ist ein weiterer kurzer Text, der vollständig analysiert werden muss, mit einer Sprache jener Art, die zu finden ist in der gebräuchlichsten Schriftstückart im Navattelkorpus, nämlich dem letzten Willen und Testament. 1. Navattelteil. Schon, ich, alter, Mann. Ich bin schon ein alter Mann. 1. Das unregelmäßige Nomen, Navattelteil. Obwohl, Navattelteil, dazu neigt, sich hinaus auszudehnen, über den Bereich der Männlichkeit in Zusammensetzungen, scheint es sich als eigenständiges Wort immer auf einen alten Mann zu beziehen. Die alte Frau ist Navattelteil. 2. Navattelteil. Bereits, ich, sterben. Ich bin dabei zu sterben. 2. Das Verb, Navattelteil. 3. Navattelteil. Unterordner, mein, Haus. Meine Häuser. 3. Das Nomen, Navattelteil. 4. Navattelteil. Ich, sie, Plural, reflexiv, verlassen, applikativ, applikativ. Ich überlasse es. 4. Das Verb, Navattelteil. Es hat zwei Applikativformen. 5. Navattelteil. Unterordner, mein, Kind, Plural, possessiv. Meinen Kindern. 5. Das Nomen, Navattelteil. Es bedeutet immer, Kind, wenn es besessen ist. 6. Navattelteil. Unterordner, groß, Haus, Absolutiv. Das große Haus. 6. Das unregelmäßige Nomen, Navattelteil, eine große Sache. 7. Navattelteil. Ich, ihr, reflexiv, geben, applikativ. Ich überlasse es. 7. Das Verb, Navattelteil. 8. Navattelteil. Unterordner, meine Tochter, ehrfürchtig, Luisa. Meine Tochter Luisa. 8. Das Nomen, Navattelteil. Wenn es besessen ist, dann bedeutet es Tochter, mit der Annahme, dass sie die Pubertät erreicht hat. 9. Navattelteil. Unterordner, Haus, klein, Ding. Das kleine Haus. 9. Das Nomen, Navattelteil, gebunden an, Navattelteil, eine unregelmäßige Form, die keine absolute Endung hat. 10. Navattelteil. Ich, ihm, geben. Ich gebe es. 10.
Das Verb, Navattelteil. 11. Navattelteil. Unterordner, mein, Sohn, ehrfürchtig, John. Meinem Sohn John. 11. Das Nomen, Navattelteil, hat dieselben Eigenschaften für Männer wie, Navattelteil, für Frauen. 12. Navattelteil. Und, aber. Aber. 12. Navattelteil ist ein einleitendes Partikel, das sehr nützlich ist, weil es normalerweise andeutet, dass ein ganzer Satz unmittelbar davor beendet wurde. 13. Navattelteil. Unterordner, noch, einer, mein, Sohn. Meinem anderen Sohn. 13. Navattelteil, immer noch. Bei Zahlen und Mengen bedeutet es, mehr. Das Nomen, Navattelteil. 14. Navattelteil. Nichts, ich, ihm, geben. Gebe ich nichts. 14. Das Verb, Navattelteil. Navattelteil entspricht dem Navattelteil von Navattelteil. 15. Navattelteil. Ich, ihn, verlasse, Kausativ. Ich werfe ihn raus. 15. Das Verb, Navattelteil. Die Konstruktion könnte übersetzt werden mit, ich veranlasse ihn dazu, mein Haus zu verlassen. 16. Navattelteil. Unterordner, mein, Haus. Aus meinem Haus. 16. Das Nomen, Navattelteil. 17. Navattelteil. Nicht, er, gut, absolutiv, er, Person, absolutiv. Er ist kein guter Mensch. 17. Oder, er ist ein schlechter Mensch. Navattel sagt im Allgemeinen, nicht gut, anstatt, schlecht. Und hat in gewisser Weise kein Wort für schlecht, obwohl es stärkere Wörter gibt, um zu sagen, Böses, Elendes, und dergleichen. 18. Navattelteil. Nicht, er, mir, helfen. Er hilft mir nicht. 18. Das Verb, Navattelteil. 19. Navattelteil. Unterordner, ich, sein, Vater. Der sein Vater ist. 19. Das Nomen, Navattelteil. Analysiere, zergliedere, nicht, Navattelteil. Das, N, allein ist, ich. Und das, I, ist das dritte Person-Possessiv-Präfix, sein. Das Fehlen einer absoluten Endung sagt uns, dass die Form besessen ist. Noch mehr Einzelbeispiele. Navattelteil. Er, sie, ihn, sie, machen, tun, Applikativ. Er, sie, macht es für ihn, sie. Navattelteil. Er, sie, mir, direktional, reflexiv, transportieren, Applikativ, Applikativ. Er, sie, bringt es zu mir? Navattelteil. Er, sie, reflexiv, leben, Kausativ. Er, sie, lebt? Navattelteil. Wir, es, reflexiv, teilen, Applikativ. Wir zerteilen es. Navattelteil. Wir, dich, reflexiv, beschädigen, Applikativ, Applikativ. Wir ruinieren es für dich. Navattelteil. Wir, es, reflexiv, wollen, Kausativ. Wir wollen es. Navattelteil. Wir, ihn, sie, wollen, Kausativ. Wir veranlassen ihn dazu, es zu wollen. Navattelteil. Er, sie, es, reflexiv, sagen,
Applikativ. Er, sie, sagt es. Verben im obigen Beispiel. Navattelteil.